Fettkabel runter. Dankeschön. So, hallo und herzlich willkommen. Team Mütze. Yay, Mützenteam. Sitzt auf der Couch und wir sind bereit, euch natürlich das Spiel zu der besten Trickfilmserie, während Dean den Boden aufgräbt, das Spiel zur besten Trickfilmserie zu zeigen, das es gibt. Oder? Ja. Ja, und das Gute ist, dass es das für iOS und Android gibt und nicht nur für iOS, wie die meisten Apps. Aber ist man ja auch selber schuld, wenn man halt kein iOS-Gerät hat mittlerweile. Darüber wollten wir aber gar nicht reden. Wir wollten eigentlich ja darüber reden, dass wir Rick and Morty als Serie ganz toll finden. Und ich wollte dich fragen, welche deine Lieblingsfolge war. Meine? Ja, also ich glaube, dass das immer noch die ist, wo die ganzen unterschiedlichen Fernsehsendungen vorgestellt werden. So unter anderem mit dem Hamster, der in einem Arsch wohnt. Und mit stimmt, den habe ich ganz vergessen. Das ist so, so gut. Egal, dass dieser Stuhl einfach hinter uns jetzt durch die Gegend wandern wird, weil Dean sehr aktiv gerade ist. Nun. Ihr spukt es. Oh, scary. Ja, und deine? Also jetzt, wo du es gesagt hast, wie gesagt, ich zitiere super gern diesen Welcome to fakedoors.com Typen. Ich finde den so todeslustig, wirklich. It's still the commercial. Yeah, oh mein Gott. Dann kommt er heim und dann ist da. Ja. Aber sonst wäre es das, glaube ich, bei mir die Mr. Meeseeks-Folge. Zumindest die mir so spontan einfällt. Wobei die erste, wo Morty in seinem Arsch die Megaseeds schmuggeln will, die ist auch schon ganz das nice. Das stimmt. Ja, doch, die haben alle was. Das ist schon echt super. Ja. Und die zweite Staffel hat es geschafft, noch krasser zu werden als die erste. Und wir könnten ewig drüber schwärmen. Er frisst den Gummibaum. Vielleicht. Sollten wir ihn rausschauen? Der geht von Riot. ja, wir begeben uns mal in ein anderes Universum, wo Dean vielleicht heute lieb ist. Ja. Und schauen uns das Spiel mal an. Ja. Sollte vielleicht noch sagen. Ist okay. Wollen wir das vorlesen? Ja, das ist auch gerade. Wer willst du sein? Ich weiß nicht, kannst du gut Morty machen? Ich weiß nicht, wie viel. Also den du besser machen kannst, kriegst du. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache eher Morty. Ja? Ja. Morty, stop pacing and hand me that screwdriver. Okay, Rick. Den Stimmbruch hast du schon mal. Sehr gut. Here you go. What are you making, Rick? I'm building a device, Morty. Oh, I call it the Morty Pad. The Morty Pad? Is that where this funky music is coming from? Nein, das ist Funky Dean, where the funky music is coming from. Ey, der Bellhawk ist an. Der Bellhawk ist kaputt. Okay, ist aber auch sehr gruselig, muss man dazu sagen. Ey, guck mal wieder. Können wir das zeigen irgendwie? Das sieht schon ziemlich lustig aus. Technische Probleme. Mal anders. Sau gut. Tierchen, was war da denn los? Da ist ein komischer Kopf an der Wand, ne? Hauke ist schon verdammt gruselig. Ja, auf jeden Fall. Dann hat er auch noch zwei verschiedene Augenfarben. Das ist alles sehr. Okay. Ja, du hast schon vorgelesen, ne? Ja. Next. Yeah, Morty, but as usual, you've missed the real point here. The Morty Pad also collects stats on all the Mortys we meet. There are dimensions everywhere, Morty, all inhabited by other Mortys. Although I'm getting some crazy readings, it seems like Mortys are being separated from the Ricks. That's awful, Rick. Yeah, I mean Ricks need to get a break from your Mortys every once in a while, but these separation numbers are through the roof. Rick, look, there's a portal. Another Rick. He's here to take the Morty Pad. Morty! Oh, okay. Dean. Bitte. Morty Pad, what? No, I'm here to capture that Morty. Oh, it's fine, Morty. He doesn't want the Morty Pad. He just wants you. Me? Why does he want me? Just do what he says, Morty. I don't want a catastrophe here on our hands. So pure, so beautiful. I want... Rick, stop him! Such delicate skin. Could he be the legendary Morty? Creepy.
Okay, fine, fine. Rick steps in to save the day again. Hey, buddy, this is my Morty, so why don't you just crawl back to the dimension you came from? Your Morty? You mean you already caught him? I'm too late. That leaves us just with one option. We must battle our Mortys. Rick, that doesn't sound like such a good idea. Yeah, hang on, Morty. This could be a good opportunity to test the Morty pet. Gather some data. I don't think I should, Rick. It doesn't sound safe. Muss ich so verzweifelte besser hinkriegen. Ja, genau. Häng einfach das. Yeah, it's okay, Morty. I've got a friend who can talk us through it. You'll be fine. Let's battle. You are challenged by a mysterious Rick. Mysterious Rick sent in Stray Cat Morty. Going go, down. Morty! Okay. Ui, was? Mr. Poopy Bottom. Ja! Das ist übrigens auch eine sehr gute Folge. Ja, Mr. Poopy Butthole ist auch eine gute Folge. Oh mein Gott. Das war zweite Staffel, ne? Das war diese verwirrte... Nee, war das nicht die... auch noch die erste recht zum Schluss, weil da die Aliens kommen, die ganzen Familienmitglieder ersetzen. Und dann ist doch nachher... Ich glaube, das war erste? Noch irgendwie letzte von der ersten Staffel irgendwas. Ich dachte, das war schon in dieser zweiten Staffel, die so deep war immer zwischendurch. Ausrasten. Oh man. So, wir attacken. Die Sounds sind auch nur nice. Das wirklich Einzige, was ich schade finde, ist, dass es keine anderen Animationen für die Attacks gibt. Also alle Attacks, die man machen kann, sehen dann wie eine Rückhand Bitch-Slap. Ja. Nun sag es doch. Woo, Schmeckles. 45 Schmeckles. Ooh. Time to get swifty. Yeah, in dem Kleiderschrank. I'm defeated? Me? This can't be. I must return to my dimension and train my Morty. Wow, did you feel that, Morty? What a rush. I just feel pain, Rick. A lot of pain. Das war voll gut. Yeah, he almost had us, Morty. He came from behind us and almost had us. We need to train you up, Morty. Situations like this are why we built the Morty pad. We need to train you, gather data, make you stronger. Oh, ich musste gerade so lachen. I don't think I should battle again, Rick. Battle again? Battle again? Yeah, you have to, Morty. How else am I going to get my research if you don't? That guy just came back with an army of... Could just come back with an army of Mortys. If we don't gather data for the Morty pair, we might not be able to beat them next time. You have to do this, Morty. You have to battle for science. Only you can save us, Morty. Ach ja, stimmt. Der stottert ja auch immer so schön. Is this really the only way, Rick? I feel like there has to be another way. There is, Morty. I don't like it either, but it's the only way. First, we need to find out what this Rick is up to, Morty. Quick, let's follow him through the portal. Diese geile Morty. Da steht, ich soll auch rülpsen, ja. Ja? Wo ist denn die Apfelschorle? Ich weiß es nicht. Warte, ich kann ja mal gucken. Oh, Morty. Du musst mehr rülpsen. Ich hab Morty. Sophia, du musst mehr rülpsen, ja. Das steht hier. Ja. Sie wollen zeigen, wie gut und schnell sie Englisch liest. Also redet er langsamer. Ich habe das Gefühl, Rick redet echt langsam. Ja, ich habe auch das Gefühl. Also ist jetzt nicht so. Dat und sabbern sollst du auch. So wie Hauke in dem Crysis 3 Video, als er am Rechner sitzt und so. Hast du es gesehen? Der hat hier so einen richtig, richtig großen Sabberschwall am Mundwinkel. Lachchen. Nasti, das sieht sehr falsch aus, was die Leute da zu sehen bekommen. Feuer nicht die Fantasie der Zuschauer. Jetzt muss ich meinen Job wegmachen, kann ich gar nicht sehen. Morty, this must be Mysterious Rick's Dimension. Das Gute bei Rick ist, wenn ich mich verplapper, es wirkt so, als wäre es richtig. Ja. We should look around for him. Okay, jetzt können wir.
Hey! Leck. Hey! Hey! Aber geil, dass wir beide denselben. Das war Girly Rick, Morty. Ja. Hey! Hey, hello, Rick! Guck mal, diese Pflänzchen am Rand sehen aus wie der Mund von Morty. So everywhere. Ach so, ah, da, ja. Oder ja. Wie kleine Kronen. Oder wie Eier, ja. Okay, schön, dass wir das Lass uns weitergehen. Okay, du musst natürlich. Ah, ich hab doch schon. Nee, du hast nur hey gesagt. Hey, hey, look, Rick. There's something on the ground. Ja, das vor uns ist nämlich so ein Päckchen, wo besonders viele Items drin sind. Das heißt, in jedem Level, in das wir oder in jeder Dimension, in die wir später kommen, wird es ein so ein Päckchen geben und das müssen wir einsammeln. Ne, Tierchen? Ja. Ja. Schlumpfiger. You're right, Morty. Let's go pick it up. So. Ja, das war gut. Du musst ja, das aufpicken. Voll, ja, ich weiß, ich wollte schauen, ob hier nicht irgendwelche Items. Wie findest du eigentlich, wie das sich spielt? Ich fand das sehr gewöhnungsbedürftig. Also auf dem iPhone finde ich das sehr gut. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja. Auf dem iPhone kannst du wirklich so swipen über das Kreuz und dann. Ja, also mir hat, glaube ich, so ein bisschen so, weiß ich nicht, der Controller hat gefehlt, glaube ich. Ach so. Du brauchst das auf dem Gameboy, so richtig mit Fette ja. Und. Ja. Oh geil, wir haben einen Morty Manipulator Chip. Das sind quasi die Pokebälle hier im Spiel. Ihr werdet sehen, es gibt vielleicht einige Parallelen zu Pokémon. Oh. Look, another Morty. He looks like a scruffier version of me, Rick. Rick, Rick. Yeah, Morty, he must have been separated from his Rick. He's become lost and slightly feral. Oh, Rick, that's horrible. We have to help him. Ah. If I can hack that chip we found and attach it to him, he'll think he belongs to us. It's going to be tricky, though. Wild Mortys are easily spooked. We can chase him to wear him out, then catch him as he takes a breath. Let's give it a go. So, der normalerweise mit den Steinen jagst du den ein bisschen und dann... Nee, das ist einfach nur der Verplante. Echt? Ach so, okay. Ich dachte, das war der schon mit Steinen wirft. Der wirft nicht mit Steinen. Der hat. Du hast ja. Jetzt sehen wir schon, das Stein, kann ich es auch kurz erklären. Ja. Anstatt von Wasser, Feuer, Pflanze, Insekt und so oder Käfer, hast du hier halt Schere, Stein, Papier. Okay, gut. Was ja ganz geil ist, weil es nicht so Missverständnisse geben kann wie bei Etienne mit Eis und Feuer. Dass man dann bei Nintendo anrufen muss und sich beschweren muss. Das ist irgendwie nicht logisch. Ist das für uns? Weiß ich nicht, wir haben keine Bauchbinde. Ja, in 0 Sekunden. Hätten wir eine Bauchbinde anziehen müssen, weil wir zu fett sind? Vielleicht. Wir haben keine Bauchbinde bekommen. Heißt das, wir müssen jetzt Werbung machen? Komm, wir spielen einfach weiter, bis jemand was sagt. Komm her. War das ein Ja? Nee. Ja, was? Attacke. Doch, Werbung. Achso, okay, Werbung. Okay, egal, dann gibt's das Battle nach der Werbung. Yeah, Battle nach der Werbung. Tschüss. Cool.